Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships. Und heute ist mal wieder Flugzeugträger Power am Start mit der Essex. Also da sollten wir uns definitiv auf was freuen können. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt, wie das jetzt hier läuft und was er da natürlich auch reißen wird. In dem Fall, der Only Ruben hat das Ganze eingeschickt. Er spielt aber nicht allein, sondern auch mit Delta Tiger. Lässt hier schon mal die ersten Flugzeuge in die Luft. Die anderen sollen jetzt auch alle langsam da mal losstarten. Da sieht man einfach nach wie vor, wie stimmig auch das Thema Flugzeugträger rein visuell in World of Warships integriert ist. So, jetzt hat er alle mal langsam in der Luft. So. Jetzt sehen wir leider teilweise jetzt nur die Linie nicht, wie er wen schickt, aber das sollte wohl halb so wild sein. Jetzt ist er auf jeden Fall hier auf dem Punkt C mal drauf und wartet hierüber jetzt auf die Gegner. Aber noch ist da niemand zu sehen. Er hat hier schon die ersten Gegner wahrgenommen und jetzt auch hier die ersten gegnerischen Flugzeuge. Und jetzt sehen wir auch die Linie. Jetzt ist es so, wie man es haben will. So, und ihr seht, der Gegner kommt da mit seinen Bombern und auch Jägern voran. Und er kommt jetzt hinterher mit seinen Jägern. Der Gegner wird aber da schon massiv auch dezimiert. Und jetzt auch noch hier die nächsten Torpedo-Angriffsflieger des Gegners. Auch die nimmt er da runter. Schon jetzt dann damit 9 Flieger vom Himmel geholt. Und jetzt will er wohl auf den Friedrich den Großen drauf. Da jetzt alle Bomber am Start. Das könnte mal richtig unangenehm werden. 17.000 Damage, 12 Bombentreffer, die hier ins Ziel kommen. Also das ist ja Wahnsinn. 2 Brandherde hat er da direkt gelegt. Und der Brand, der tickt auch allein immer für 1.000 Damage. Also das hat sich wirklich gelohnt. So, und ihr seht, da klappen auch 2 Zieltreffer direkt. Damit schon 60.000 Damage innerhalb kürzester Zeit und auch noch den Flutungsschaden. Da war es dem der Friedrich den Großen wohl zu viel, denn da wurde auch der Flutungsschaden endlich gestoppt. Aber die bekommt er mal richtig auf die Mütze. Also das dürfte nicht mehr lang dauern, bis die da am Start ist. So, ihr seht, die Flugzeuge kommen langsam wieder zurück. Also von dem her ist jetzt erstmal wieder für den Gegner ein bisschen durchatmen angesagt. Hier drüben, da wäre noch einiges zu holen. Ist leider in der Steuerung da Flugzeugträger noch nicht so gut aus der Beobachterperspektive, wie es
im normalen Spiel der Fall ist. Also da hakt es noch so ein bisschen. Aber hier auf jeden Fall, da wäre noch einiges möglich. Aber er will wohl hier hoch. So sieht es wohl aus. Wir schauen noch mal so ein bisschen an, wo wie was ist. Aber ich denke mal, er geht jetzt hier in dieses Areal. Und hier macht er den nächsten Bomber mal ordentlich rund. Jetzt sind sie leider leer. Das heißt, er kann da nicht mehr weiter mitmachen. Aber ihr seht, da ist jetzt einiges los und er will jetzt hier wohl auf die Amagi gehen. Und auch da 4 Bombentreffer mit einem Brand. Der hat gut gesessen. Und auch die 5er, die sitzt. Und wir schauen jetzt nochmal die 6er an, was die so reißen. Ihr seht, ich muss jetzt immer auf die Staffeln drauf, dass ich genau sehe, was er hier macht. Auch da nochmal 2 Treffer und ein Brand. Also da hat auch die Amagi mal ordentlich leiden müssen. 81.000 Damage und weiter tickend. Und jetzt kommen hier auch noch die Torpedos. Da hat er leider schon ein paar Flugzeuge verloren, aber das ist halb so wild, denn hier treffen alle 3 Torpedos für knapp 18.000 Damage. Und auch der Wassereinbruch ist am Start und das ist jetzt richtig unangenehm, weil 1.300 Damage bekommt die Amagi da die ganze Zeit jetzt kontinuierlich. Also das darf und kann nicht mehr lange gut gehen. Auch der gegnerische Flugzeugträger ist da oben offen. Ihr seht aktuell alle Staffeln auf Cooldown, bis auf seine Jäger. Gegnerische Schlachtschiff gesunken. Und jetzt ist natürlich auch die Amagi mal weg. Aber das war nur eine Frage der Zeit. Auch die gegnerische Essex ist da durch und damit ist es jetzt für ihn natürlich deutlich entspannter. Denn jetzt braucht er sich nur noch auf die gegnerischen Schiffe konzentrieren. Schau mal, wen er auf nächstes so aufs Korn nimmt. Vielleicht die Bismarck, ja. Das wird natürlich ein wenig schmerzen zu kommentieren. Aber am Ende des Tages müssen wir dann natürlich auch die Bismarck versenkt sehen. Aus seiner Sicht, denn klar, er will gewinnen. Und jetzt ist da die Bismarck schon zwar drauf und dran, auf die Flugzeuge zu schießen, aber er hat so viele Flugzeuge da dabei. Und jetzt lenkt sie auch noch perfekt ein. Da wieder 3 Treffer mit 2 Bränden. Und jetzt will er auch noch die Bismarck mit Torpedos bespaßen. Und da sind einige Torpedos, die alle gut ausschauen. Oh mein Gott! Da bekommt er einfach mal 5 Torpedotreffer. Holy moly, ist das mal ordentlich gewesen. Und jetzt hier nochmal die nächsten Bomben. Die arme Bismarck. Jetzt in dem Fall leider kein Brand. Und hier jetzt noch die letzten Bomber, die er da hat. So, jetzt muss er da nochmal neu anfliegen lassen. Und jetzt, so soll es passieren. Und da 2 Brände und da dürfte er jetzt nicht gegen reparieren können. Das tickt jetzt runter. Ihr seht es auch. Die Bismarck auch mal ordentlich gelitten. Aber auch, wenn wir uns ein bisschen das Spielergebnis immer vor Augen führen,
das gegnerische Team erst 4 Verluste, sein Team 8 an der Zahl. Also da schaut es wirklich massiv schlecht aus für sie von dem Punkt her. Auch der Gegner hier mit 2 Caps und dem dritten gerade am Erobern mit dem Cap C. Also das ist nicht gut. Aber er und sein Kamerad machen hier einen guten Job. Und jetzt hat er hier die Bismarck auch versenkt. So, damit haben sie sich wieder ein bisschen rangeschossen. Jetzt hat der Gegner nur noch 2 Schiffe mehr. Vorsprung. Aktuell schon 192.000 Damage und ich kann dir versprechen, das ist noch nicht alles. Die Iowa, die bietet sich förmlich an. Die sagt schon, kill mich. Kill mich. So, Iowa dreht jetzt bei. Da sehen wir erstmal den Torpedo-Drop. Der sitzt wohl auch wieder verdammt gut. Auch hier wieder 4 Treffer für knapp 30.000 Damage. Und jetzt sollen da die Bomber noch hinterher. Da hat er aber allerdings einen sehr weiten Splash-Radius genommen. Dementsprechend hat nur eine Bombe hier getroffen. Aber er hat ja noch ein bisschen was. Aufpassen muss auf jeden Fall, weil sozusagen nicht, dass er jetzt von den gegnerischen Schiffen da erspäht wird. Hier vorne von diesen und natürlich auch von der Iowa hier. Wobei gegen die wehrt er sich gerade fleißig. Und das war ein guter Drop. 14.000 Damage plus den Brand. Da muss er jetzt gegenheilen. Also das war wirklich sehr sauber gespielt. Ihr seht, 2500 Damage, also das ist auch damit schon durch. Und jetzt will er wohl die Nürnberg anfliegen. Hat sich da nochmal ein bisschen umentschlossen. Seine Torpedos hat er auch wieder am Start. Auch die kommen jetzt Richtung Nagato geflogen. Aber da ist nicht mehr viel an Flugzeugen drin, wie ihr seht. So, die Torpedos, die 2, die 3, auch die treffen auch wieder alle. Ich fasse es nicht. Die Torpedos, alles trifft. Und so schnell ist eine volle Nürnberg einfach mal weg. Wir haben einen gegnerischen Kreuzer versenkt. Alter Verwalter, macht er hier Rabatz, du. So, jetzt ist die Frage, wer kommt jetzt? Wahrscheinlich die Kneise, weil die parkt sich jetzt auch noch perfekt hin. Dass auch ja nicht weg kann. Da kann er ja in aller Ruhe drauf aimen. Und auch da 10.000 Damage, 2 Brände. Aber der Brand wurde scheinbar sofort gelöscht. Da gibt es keinen weiteren Schaden mehr. Mittlerweile ist es ein 3 gegen 3, aber der Gegner hat alle Caps bis auf den C, der ist noch umkämpft. So, jetzt kommt hier die nächste Bomberstaffel daher. Und auch da wieder 10.000 und wieder 2 Brände. Und die kann er jetzt nicht wegheilen. Vielleicht geht er jetzt mit den Torpedos auch die Edinburgh an. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da jetzt ewig über den rumfliegt. Jetzt hat er nur noch 2 Flugzeuge, nur noch eines. Und jetzt ist es da passiert. Ja, da hat er leider ein bisschen den Winkel unterschätzt, hat dann nochmal anfliegen müssen. Und dementsprechend konnte die Edinburgh dann sich nochmal retten. Damit war es das mit Torpedos. Jetzt gibt es nur noch Bomber. Aber mit der Gruppe könnte er eventuell schon die Miyoko wegmachen. Aber nee, die lässt er jetzt in Ruhe. Der will wohl scheinbar die Edinburgh haben. Das ärgert ihn und wurmt ihn jetzt, dass er da seine Staffel verloren hat. Oder die letzten Flugzeuge der Staffel. Oh nein, er fliegt nochmal die Kneisenau an.
Und auch hier nochmal ein Brand. Aber in dem Fall leider nur ein Zieltreffer mit recht wenig Schaden. Der Brand, der ist am Start, aber sonst halt auch nichts. Hätte ich jetzt wahrscheinlich doch die Miyoko weiterhin im Fokus behalten. Das macht er jetzt hier mit der Staffel. Da sieht man nach wie vor einfach, wie unfassbar ein gut gespielter Träger, wie schlimm der in Anführungszeichen ist. Und hier jetzt mit dem kleinen Fächer, kleinen Bereich, 4 Treffer, 3 Brände und direkt der Kill. Und die Gneisenau, die fackelt weiter fröhlich vor sich hin. 323.000 Damage bis dato und wir sind immer noch nicht am Ende. Und mittlerweile ist es jetzt ein 3 gegen 2, also das hat sich jetzt doch dann massiv gedreht. Es ging hier gar nicht um die Caps, sondern einfach nur um die pure Zerstörung. Und hier da sehr gut, 4 Treffer, 2 Brände und das soll es gewesen sein. Die Gneisenau kann sich da noch mit 242 Hitpoints retten, das ist ja unfassbar. Da habe ich ja schon aber sowas von mit der Zerstörung gerechnet. Und dann überlebt sie mit 242 HP. Aber er hat hier schon wieder die Gruppe 6 am Start. Und er schreibt, let me kraken, please. Klar, er will natürlich jetzt die Krake und die Kills haben. Das ist ganz klar. So, jetzt will er es natürlich, die Gneisenau finishen. Das ist ja selbstverständlich. Da nimmt er auch hier den schlechten Anflugswinkel, weil er braucht nur eine Bombe. Ne, er fliegt doch nochmal ein bisschen anders an. Und jetzt wird hier auch nochmal auf die Gneise geschossen. Er muss sich beeilen, weil die Krake wird ihn hier nicht freiwillig gelassen, wie man gesehen hat. Und jetzt kann er sich hier den 4. Kill, beziehungsweise, nein, Entschuldigung, den 5. Kill und die Krake auch sichern. Aber der war knapp. Nicht, dass ihm hier oben sein Mate da noch den weggenommen hätte. So, jetzt ist nur noch die Edinburgh am Start. Und jetzt schaut es verdammt gut aus. 335.000 Damage. 2 Minuten noch für den Kill. Und dann haben sie es nämlich auch nach Hause gebracht. 2.500 Damage. Eine Bombe mit einem Brand. Das war jetzt noch nicht genug, aber sie sind auf einem verdammt guten Weg. Die Admiral muss sie nämlich noch 2 Minuten 10 Sekunden über Wasser halten. Und das ist verdammt schwierig. So, nochmal die nächsten, nochmal 2 Bomben, die treffen, nochmal ein Brand. Und ihr seht, 5000 Hitpoints, aber heilt sich gerade wieder hoch so ein bisschen. Und jetzt wird er auch beschossen von der Edinburgh. Aber das ist ihm eigentlich gerade scheißegal. Er will nur möglichst wenig Distanz zwischen sich und dem Gegner haben, dass er möglichst schnell wieder seine Staffeln zurück hat. Ich muss aufpassen, dass er da nicht mit der Tirpitz kollidiert. Aber das sollte eigentlich kein Problem darstellen. Torpedos auf Backbord. Torpedos, aber die fließen weit daneben. Und ihr seht schon jetzt hier die nächsten. Jetzt hier der nächste Angriff. Und hier auch nochmal ein Treffer mit einem Brand, aber er hat noch 10.000 Hitpoints. Jetzt wird es langsam zeitlich knapp. Nochmal jetzt hier der Angriff. Und jetzt 3.500 Schaden. So, und damit sage ich jetzt auch schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Ob er es schafft oder der Gegner, seht ihr jetzt in den letzten Sekunden. Deswegen bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.